Ich glaube, für eine gute Sammlung braucht es schon ein Konzept. Aus dem Bauch heraus kann man vieles machen, aber letztendlich, wenn man jetzt so eine Sammlung nimmt, die im Kunstforum gezeigt wird, dann will man Zusammenhänge, Dialoge sehen, man will sehen, was hat denn der Sammler beigetragen. Werke sind das eine, aber die Werkszusammenstellung und die Dialoge, das ist das andere. Und das ist dann eigentlich die Leistung eines Sammlers, wenn die Qualität stimmt, wenn es Dialoge gibt, wenn es kunsthistorisch Werke sind, die Geschichte schreiben. Das möchte ich sagen, qualifiziert dann vielleicht einen Sammler, dass er ausgestellt wird. Und es gibt viele Sammlungen, wo man einfach aus dem Bauch heraus sagt, oh, das habe ich auch noch gerne, das will ich auch noch. Man geht in Kunstmessen und lässt sich schnell verleiten und dann gibt es eine Ansammlung vielleicht von Werken, die unüberschaubar ist. Und das ist genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte meine Werke in meinem Haus haben. Ich will mit meinen Werken leben und sie mich in diese Werke vertiefen. Ich eigentlich nicht mehr weiter sammeln muss, weil meine Sammlung groß ist und weil ich sehr oft für die Qualität der Werke gelobt wurde, ist es mir heute ein Bedürfnis, nach der Phase der Akquisitionen jetzt den nächsten Schritt zu machen und in die Öffentlichkeit zu gehen, nicht nur mit Einzelwerken, sondern mit der ganzen Sammlung. Und das Kunstforum Wien ist für mich eine wunderbare Gelegenheit. Die Räume sind nicht diejenigen eines großen Museums mit übergroßen Räumen und somit hoffe ich, dass wir diese Intimität, die ich hier habe, rüberbringen und ich hoffe, dass ich das teilen kann mit einem größeren Publikum, denn das ist auch der Test einer Sammlung, ob sie besteht in einem Museum, ob die größere Öffentlichkeit findet, das hat Inhalt und sind nicht nur Einzelwerke, sondern dass eben mein Sammlungskonzept als eine Idee des Sammelns und ich möchte die Sammleridee eigentlich im Publikum wieder bekannter machen, die Möglichkeit auch geben, ein Museum, dass man im Vergleich zu Museumsausstellungen eben auch die Sammlergeschichte wieder den Leuten zeigt. Und ich glaube, das hat viele, viele Inhalte, die das Kunsterlebnis nur bereichern können, weil man da die Passion eines Sammlers miterleben kann. Und das ist das Glück, das ich empfinde, dass ich hier in Wien meine Sammlung zeigen darf und bedanke mich bei allen, die natürlich mir das ermöglicht haben.